Ja, Melvin Niefeler, heute hat es nicht ganz gelangt. Gestern hat man es eingeholt, heute leider nicht. An was ist es heute gelegen? Ja, wir haben sicher das erste Drittel komplett verschlafen. Das war ein Problem. Nach wie vor lassen wir extrem viele Chancen zu. Das war gestern so, ist heute wieder so. Und offensiv, ja, das Eiskohl ist einfach zu wenig. Und ja, am Schluss verbocken wir es noch selber. Wir haben 5 Minuten Strafe von Genf geholt. Wir bringen nichts stand. Und nachher nehmen wir eine dumme Strafe. Und hinten drin nehmen wir die nächste dumme Strafe. Und dann können sie das Spiel so auf die Seite tun. Und sicher sehr frustrierend, ja. Ja, du sprichst es gerade an, die Strafe. Wir haben ein 5 Minuten Geschenk eigentlich bekommen. Man nützt es nicht. Und dann hat man nachher eine 5 gegen 3 Situation, wo man dann wieder einen kassiert und eigentlich die Entscheidung kassiert. Wie kann so etwas passieren am Schluss, wo man ein Spiel, das so eng ist? Ja gut, es ist natürlich auch ein bisschen Pech dabei. Und, ja, es ist ein schnelles Spiel, Fehler passieren, das ist natürlich klar. Aber ja, also, heute sind wir schon selten blöd gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ja, jetzt braucht man eigentlich die Punkte, oder? Man ist relativ weit hinten in der Tabelle. Man hat zwar noch recht viel Spiel, aber wie fest ist das in den Köpfen? Oder wie manchmal schaut man die Tabelle an in solchen Situationen? Nein, gar nicht. Ich glaube, wir gehen Spiel für Spiel. Eben, klar, nach außen haben alle ein bisschen Bange, aber ich denke, wir müssen einfach Spiel für Spiel gehen. Gar nicht gross überlegen, wie jetzt die Tabelle aussieht. Ich meine, auch heute, eben, klar, wir machen blöde Fehler am Schluss, aber wir müssen ehrlich sein. Die Spieler, die Fehler machen, die machen ein anderes gutes Zeug. Und, es ist jetzt halt momentan einfach so, dass sie reingehen, geht sie in Apps Goal, die High oder auf der anderen Seite geht sie rein irgendwie. Und es ist ein bisschen verhext. Und ja, wir müssen jetzt einfach zusammenstehen. Fehler passieren. Und jetzt müssen wir den nächsten Match ist Champions League. Gutes Gefühl holen. Und dann am Freitag geht es dann weiter. Ja. Ja, genau, du sprichst so wieder gerade an, Champions League, dort sind wir am Rocken, so wie man es sagen kann. Was nehmen wir euch jetzt dort vor im Auswärtsspiel am Dienstag? Ja, mit dem Match gewinnen dort, das ist ganz einfach. Mit der Situation richtig analysieren und ist wir sind ein Goal vorne. Das heisst, wenn wir den Match dort verlieren, dann geht es sicher mal in eine Verlängerung. Und das wollen wir nicht, darum müssen wir den Match dort draussen gewinnen und wir gehen genau mit dem Mindset dort raus. Gut, danke vielmals, dass du Zeit genommen hast und ganz viel Glück am Dienstag.